Oha, schau mal. Wir sind Top-Tier. Ist ja unglaublich. Eingefecht. Crazy shit. Glaubst du, wir fahren zu A? Glaubst du? Glaubst du, wir fahren zu A? Glaub. Ja, dann. Oder? Dann ist das zu A. Weil du hast bei A schöne Inseln, wo du theoretisch Deckung suchen kannst. Ich bin immer vor dir. Wir haben eine Kagero da, die soll ein bisschen aufdecken. Ich verstärke sie. Hört sich alles relativ stimmig an. Vielleicht kommt der Dann Brindis ja auch noch mit. probieren wir es mal, ja? Ja, mehr zu verlieren können wir nicht. Dann wäre es die erste Niederlage des Tages. Die Benossi. Der Bionder, 1974. Ist. Oha, oha. Ja, ich bin immer vor dir. Wie gesagt, wenn du mithalten kannst, bin ich immer vor dir. Muss nur weit genug zuerst nach rechts fahren und dann erst rein. Es gibt nur eine Buffalo. Aber ich will im B nicht gefangen sein. Weißt du, was ich meine? Von wegen, wenn er reinfährt und das kippt, dann braucht man ewig, bis man wieder rauskommt. Kann keinen Schaden Ja. machen. Ist zu nah dran. Also B ist schon mal was drin, C ist schon mal was drin. Igel kommt zu C, zu A und A ist auch schon was drin. Okay. Ja, Mogador ist auf C, sehr gut. Dann haben wir Kitakase, Benson Z23 hier. Mal schauen, ich schieße schon mal und dann wird mal geschaut, was bei rumkommt. Drei Schiffe sind da, zielen auf mich. Latei geladen. Kitakase. Itakaze. Eine Buffalo. Mogador wurde rausgenommen von Akizuki, das ist super sexy. Alle Wookie, ich geh mal weg und da ist sie wieder. Mehr als diese drei sind hier gar nicht, oder? Glaub. So, drei Schiffe haben mich angezielt. Mehr als die drei sollten nicht da sein. Ich fahre jetzt rein und hol schnell A. Können dann ja zu B. Unser Nagato, Miyoko, Fletcher und Asas, die sind halt ziemlich weit hinten und haben sich da hindrängen lassen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das so schlau war. Was haben wir die Buki da hinten? Eine Ibugi. Der Buffalo kommt zurück. Die Buffalo fährt rückwärts dahin. Was macht die da? Die
Kirikasa lebt noch, ne? Ja, ja, Kirikasa lebt noch, aber die hat nicht mehr. Ja, gut, 3/4 hat sie noch. Aber schau mal, töten wir die. Macht die Buffalo dann, ne? Ja, ja, die, ich weiß nicht. Fetti, Fetti, was? Die fuhr zurück, dann hat sie jetzt Brand. Jetzt fährt sie nach vorne, oder? Ich glaube. Jetzt noch Brand, 15k, die muss unbedingt raus. Ich weiß nicht, was sie macht, aber die muss raus. Ist die Kirakase wieder? Sadala, dann hole ich mal schnell B. Also sie wird auch gar nichts mehr haben. Ich habe noch 2 Pens und einen Pen gegeben. Und sie hat einen Brand. Overpens und einen Pen, sag ich. Sie hat noch einen Brand. Kann sie heilen? Ja, geheilt. So ein Luder. Oh, ich bin offen. Echt? Wie denn? Von hinten. So, ja, ich hol mal schnell B und dann komme ich wieder zurück. Na, du bist ja auch hier bei mir, sehr gut. Problem ist, da drüben sind einfach 4 Schlachtschiffe auf einem Haufen. Wenn ich da keinen Torpedo-Run mache, dann wird's eh nix. Oder werde ich in der Kase wieder. 3000 hat die noch. Na, Wahnsinn. Wahnsinn. Kann nicht schießen, da wissen die alle, dass ich da bin. So ein Looter. Ich habe zu schwache Torpedos, um den Vorstoß wirklich effektiv aufhalten zu können. Da muss die Fletcher ein bisschen besser arbeiten. Die scheiße Buchse nicht wäre hier, mich nicht nerven würde. Ja, ich komm. Moment. Ja, ja, ist gut, das kannst du sogar nichts gegen tun. Gott, die Musashi schießen. Das könnte wehtun. Oh ja, das hätte wehtun. Stirb. Jetzt gesäuert sind nicht mehr viel. Oha, da hinten ist eine. Oh, das ist ein Torpedo. Die Z, ja, das ist eine Z. Sehr interessant.
Ja, wichtig ist jetzt, wird es sowieso erledigen da. Und das Gneisen, die haben echt wenig. Danach holen wir uns meine Streuung, genau. Links und rechts an der Gneise aber vorbei. Auf 6 Kilometer, weißt du. Die ist ganz dünn. The fuck. Lächerlich. Das Mistding kämpft da rum. Hast du Hydro an? Ja, ja. Aber ja. Ist gleich aus, das ist meine ja. Das ist die aus. Ja, ich gehe jetzt, ich setze mich vor dich. Die muss da kommen. Also die 10 Kilometer hat die nur die Z. Aber bis kein wenig hat die 10 Kilometer, die Z hat 9,2. Frage, fährt die hintenrum zu A? Ich weiß es nicht. Würde ich sagen, würde ich vermuten. Ich bin nicht offen. Scheiße, wie jetzt Gisoius campt da immer. Soyuz ist immer noch da, ja. Ja, ja, ekelhaft. Da ist jetzt wieder mit 17k, ist egal, wir schießen zuerst die Gneise mal raus. Hilft alles nichts. Dann helfe ich dir bei der Soyuz. Ich bin also schon bereit, die Soyuz. Ja, dann nimm sie raus. Die Gneise, dann schaffe ich auch so. Reload. Die hat im Braten gerochen, als ich auf sie schießen will. Hey, die Streuung, Alter. Eine Mumpel hat meine Streuung durchgelassen. Eine einzige. Der Rest ist in den scheiß Berg gegangen. Willst du mich verarschen? Ne, ja, diese Witzgesäuse hat einfach mehr Glück als Verstand. Sehr gut. Sehr gut. Ja, Rest ist, die ist raus. Außer natürlich. Dara, Bestpanzerung, EU. Da. Ja, ist auf jeden Fall irgendwas drin, ja. Hier muss auch noch was sein, hier muss auch noch ein Zerstörer sein. Peter, oder? Ja, ja, ganz genau. Die Zeit ist wirklich full live zu A rübergefahren. Ja, geiler Typ, ey. Was ist das für eine verschissene Verschwendung an einem Schiff? Da kommen die Tops. Ich fahr da mal schon zu B. Erhobst du dich doch bei das Laufen aus, oder? Ja. Ich weiß nicht. Die auslaufen. Ja, nein, die ist recht nah dann. Ist auf 6 Kilometer bei dir. Also die Kagero müsste ich jetzt gleich mal aufdecken. Ja, da fällt meine Hydro wieder hier was. Sehr gut. Töde ist.
Ich bin offen. Gibt's mir einen Triple Brand, wie jeder Kase, weißt du? Lächerlich. Mehr als lächerlich ist das. Schau mal, wie ist da. Was ist mit der Ibuki passiert, ja? Ich glaube, ich fährt ein Torpedo rein, oder? Ich mach noch die 100k voll und dann... Die Ding ist zu ängstlich. What the fuck, die ist noch gejudged, ehrlich? Die Z, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, die Z ist zu ängstlich. Die hat gesehen, dass ich da bin und dann hat sich verpisst. Ah, jetzt ist sie wieder reingefahren. War auch gut. Ich lasse ihr hier den, also das Cap. Ich lasse ihr nicht erobern oder so, aber lasse ihr die Freude dran. Wahrscheinlich ein zukünftiger U-Boot-Kapitän, der die Zeit vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Der wächst jetzt sein Schiff ein bisschen, glaube ich. Mega Stealth. Oh nein, unsere Karriere geht noch drauf, glaube ich. Ah, ist möglich. Oh, jetzt ist sie happy geworden, die. Da. Meine Torpedos an. Sehen gut aus, ja. Oh ja, sehr gut. Dann gut drehen aus. Wir mal um. Ah, da ist sie schon. Oh ja. Jetzt hat sie Balls bekommen, oder? Weil ich nur noch 10.000 habe. Die hole ich mir trotzdem. Kann jemand drauf schießen? Kannst du drauf schießen? Ja. Okay, dann Achtung. Aber sie ist nicht mehr da, wo sie war. Sie ist weggefahren. Ne, sie ist. Sonst wäre ich jetzt schon offen. Warte, da kommt sie gleich. Hallo? Die will zu C. Jetzt ist sie. Die ist zur Insel verschwunden. Oh, die haut wieder ab. Was geht denn mit der? Wenn sie nach C will, dann fange ich sie gleich ab. Ja, sehr gut. Hydra ist sehr ready. Nee, die ist schon alle, die Hydra. Alle Hydros verbraucht. Aber ich habe gleich einen Spotting Play, warte. Aus dem einen oder zwei Torpedos kann ich ja noch vertragen. Ah, die ist die ganze Zeit hinter den Inseln. Die muss doch jetzt gleich bei C ankommen, oder? Also ich verstehe es nicht, wir haben noch 40 Sekunden zu spielen und die muss töten, ansonsten gewinnt sie. Versteht ihr das Spiel nicht? Hat die eine Challenge am Laufen oder so? Warte nicht. Jetzt bin ich wieder offen, da ist sie. Ah, okay. Ich komme nicht zu C gefahren.
Ich weiß nicht, was der das gebracht hat. Gehen Sie mal. Nein! Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab keine Ahnung, was der das gebracht hat. Hat ihn ein gutes Spiel geliefert? Mal schauen, ob die Endwerte. Hat Single Caps gemacht, ne? Ja, gut. Was zwei? Ja, immerhin mit 1000 Points. Ja, aber gut war es nicht. Keine Ahnung. Nach Rundezeit, ne? Schon. Vor allem, dass sie bei A rübergefahren. Ja. Einfach unnütz. Nicht wirklich ins Spiel gebracht. Naja, wir sind auch zwei RP-Schiffe gefahren. Vor allem der Friedrich, der ist ja brutal. Ja, ganz genau. Monster. Weiß nur niemand. Out of meta, what the fuck, so ein Scheiß. Ja, gut.